Hallo liebe Trader, wo auch immer ihr seid. Mein Name ist Christian Schlegel und wir haben Dienstag, den 21. April. Es ist exakt 14 Uhr und es geht in diesem kleinen Clip um den Dow Jones. Ich war das letzte Mal ein bisschen zu vorsichtig. Ja, da sind wir also gerade mal so, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her, gerade mal mit Mühe und Not haben wir die 20-Tage-Linie mal angepustet, sind aber nicht drüber. Das haben wir dann jetzt gemacht, vor ungefähr 10 Handelstagen sind wir drüber, wir sind über 10- und 20-Tage-Linie. Die Bollinger Bänder gehen wieder ein bisschen enger zusammen, verglichen mit dem hier eng zusammen. Ja, ich meine, das hier sind die normalen Bänder, ganz klar, das ist eine ganz andere Zeit. Aber wir sind auch momentan in einer Sondersituation. Da haben wir nur mal an das Öldenken von gestern. Die Bänder gehen also leicht zusammen, das untere zieht nach oben, das obere geht in die Horizontale. Von daher glaube ich grundsätzlich, wir bleiben in den nächsten 2, 3, 4 Wochen innerhalb der Bänder. Ich glaube im Moment nicht an tiefere Tiefs. Momentan nicht. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir uns in dem Bereich 20.200 sowas nochmal beschäftigen. Also in den nächsten 2, 3 Wochen. Dann muss man neu mischen. Was haben wir sonst alles? Wir haben das 50er Retracement von der gesamten Bewegung oben von 29.000. Ich runde 600 bis runde 18.200 das 50er Retracement gesehen. Waren sogar ein bisschen drüber. Wir spielen damit, wir oszillieren um diesen Wert von 23.891. Das ist Dynamik, das ist abflachende Dynamik, das ist kein gutes Zeichen, meines Erachtens nach. Wir haben von den gleitenden Durchschnitten her, sind wir positiv, ja, wir sind allerdings heute, gerade eben hier um 14.02 Uhr handeln wir bei 23.070. Da sind wir hier ziemlich genau da, unterhalb der 10-Tage-Linie. Das MACD als Trendfolger gibt nach, das Histogramm wird kürzer, noch ist die traditionelle Sichtweise positiv, aber das ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von Tagen. Wir gehen hier runter, das ist kein schönes Signal. Wir sind von der Stochastik her nach wie vor überkauft, aber schon bei 86. Mit dem Kurs von heute, minus 2,53%, kann ich mir vorstellen, dass wir hier unter die 80 gehen und dann das Verkaufssignal komplett abschließen. Ich darf es momentan nicht kaufen. Nach dieser ganzen Betrachtung hier darf es nicht kaufen. Das Einzige, was wirklich noch positiv ist, sind die gleitenden Durchschnitte. Will ich aber nicht. Im Moment ist der Begriff der Bear Market Ready mit Sicherheit angebracht. Ich bringe euch ein paar Scheine mit. Das eine ist für jene, die denken, wir ziehen hier weiter hoch, vollfüllen vielleicht das 61,8, aber 25,2. Ist nicht meine Meinung, zumindest nicht in dieser Bewegung jetzt. Ich glaube, wir müssen vorher nochmal Atem holen. Ist das dieser hier, ein 22.265er. Damit sind wir unterhalb der 20-Tage-Linie. Oftmals ist es ja so, dass wenn ein Wert heftigst gefallen oder gestiegen ist, ist die Korrektur meistens erst noch bis zur 20-Tage-Linie. Da bleibt er dann ein paar Tage, um dann mal drüber zu gehen. Und oftmals geht er dann auch nur bis zur 20-Tage-Linie zurück. Deswegen nehme ich einen, der dahinter liegt. Das ist ein 30er Hebel, das ist keine kleine Pille-Palle-Option. Das ist die 22.265, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Kennnummer GC18, Gustav, GC18GG. So, jetzt schauen wir mal am Put, da habe ich den hier gefunden. 25.151 sind wir hier hinter. Wir sind etwas vor dem 61,8er Retracement, aber hinter dem oberen Bollinger Band. Ich denke, das reicht. Sonst, der hat jetzt noch einen Moment hier einen Hebel von 11. Sonst wird es nämlich auch zu langweilig. 25.151, das ist die GC0B, Bertha, 4W, wie Waldraut. GC0B4W. Wie gesagt, liegt hier hinter. Ist jetzt also nicht die heißeste aller Optionen, aber ich denke, die erfüllt ihren Zweck, wenn das, was ich vermute, nochmal einen Rutsch auf in Richtung 20-Tage-Linie geschieht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bleibt gesund auf die Tage. Bye, bye.